Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. In der letzten Folge waren wir im Haus von Christina, Peter und Olli unterwegs. Deswegen hatte ich mir überlegt, wir gehen heute mal zum Sturmwaffel und Paluten. Wählen wir einfach jetzt mal Sturmwaffel aus. Und dann gucken wir mal, was die zwei so angestellt haben in der Zeit. So, die stehen auf jeden Fall draußen. Müssen die arbeiten, die Guten. 9 bis 17 Uhr, 3 Tage bis zur Arbeit. Oh Gott, das ist ja ewig hin. 8 Stunden. Paluten muss gleich los. Hat der noch irgendwas? Nö. Dann werden wir die zwei einfach mal hier ein bisschen. Oh, die haben gar keinen Fußweg. Mimblet Sabrisia. Oh, Quapo. Bespaßen. New Beam. Ifla. Voll am Durchatmen. Versuch, Onga? Pongo? Quibs bada yen. Paluten ist jetzt mal lustig. Das Lustige ist, wir haben ja inzwischen jetzt Oktober. Und ihr seht, dass es hier so ganz viele Interaktionen gibt, die wirklich auch mit Halloween zu tun haben. Saures, Süßes. Hier war jetzt bei Lustiges war Witz über Vampire erzählen. Und das ist wirklich auch angepasst, ne? Das wusste ich gar nicht. Wir machen das mal. Süßes. Er hat ihm einfach einen Bonbon gegeben. Saures. Es gibt ihm Saures zurück. Es kommt. Gucken wir doch mal. Ja gut. Klopf, klopf, Witz. Strum. Garsche. Hampel da ist doch rum. Was muss er denn hier machen? Witze schreiben. Dann machen wir das doch direkt. Wo haben die denn ihren PC hier? Fahr mal die Wände runter. Komm, Freddy geht mal Witze schreiben, damit er seine Tagesaufgabe erfüllt. Paluten wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen, oder? Ach, Paluten war ja der Koch. Dann bereiten wir hier jetzt mal Essen zu. Wie lange ist denn das hier noch haltbar? Ist noch okay. Ja gut. Paluten isst mal eine Runde was. Obwohl der gar keinen Hunger hat. Na gut. Egal. Post haben die auch keine, ne? Nee. Sind die zweiten Damen labern? Mit Freddy plaudern. Ja, dann plaudert mal weiter. Paluten ist müde, muss aber gleich zur Arbeit. 7 Stunden. Komm, Palle, dann mach mal ein Nickerchen, oder? Paluten isst erst was und dann macht Paluten ein Nickerchen. Okay. So, jetzt hört mal auf zu quatschen hier. Geht mal an die Arbeit. Freddy muss ja eh den Witz schreiben. Weil kochen wäre jetzt unnötig. Wir müssen ja ein bisschen aufs Geld achten. Dann hat Paluten zwar jetzt trotzdem noch nicht seine Tagesaufgabe geschafft für heute, aber das ist jetzt wichtiger, dass wir erstmal die alten Sachen verbrauchen, weil das Rührei, das ist ja noch 3 Stunden okay. Die Leistung ist auch so, naja, ich glaube, wir haben die auch noch gar nicht arbeiten geschickt, ne? Die waren, glaube ich, erst ein einziges Mal oder so. So, das haben wir jetzt gemacht, dann kann er eigentlich, schafft er es komplett zu schlafen, 5 Stunden? Nein, Nickerchen reicht, ne? Komm, du hast gar keinen Hunger mehr, dann hör auf zu essen. So, dann geh jetzt mal schon ein bisschen Haier machen. Sehr gut, das geht nämlich jetzt hoch. Dann gucken wir mal, 4 Stunden bis zur Arbeit. Das müsste ja jetzt eigentlich runtergehen, ne?
Gucken wir mal. Wenn ich jetzt nochmal wechsle hier. Ne, immer noch 4 Stunden. 3 Stunden. Okay, sehr gut. Paluten kriegt nochmal richtig schön, ja. Und Freddy ist seine Tagesaufgabe am erledigen. Gucken wir doch auch mal direkt vorbei. Paluten ist wieder wach. Was geht mit dem? Abgeschlossen. Also Freddy muss gar nicht mehr weiterschreiben. Ist das Rührei noch gut? 27 Minuten. Dann hau mal rein und ess nochmal ein Rührei. Und du? Ja gut. Was machst du jetzt? Weglegen? Ah, er räumt auf. Nee. Doch. Was macht der? Boah, meine Stimme geht langsam weg. Ich bin nämlich krank. Mal wieder. Das ist echt zum Kotzen dieses Jahr. Diese Erkältungen, die rumgehen, die sind so hartnäckig, die kriegt man gar nicht richtig weg. So, Paluten räumt das mal weg hier. Du sollst es wegräumen. Ich stell's einfach auf den Tisch. Was will der denn hier? Etwas pflanzen. Fische fangen. Kunststück betrachten. Was ist mit Freddy los? Ach, weil das jetzt verdorben ist, oder was? Mist. Ja gut, aber wenn Paluten arbeiten ist, dann gehen wir mit Freddy doch mal on Tour, oder? Witze erzählen, Patrick kennenlernen, höhere Level der Programmierfähigkeit. Freundlich, kann man doch hier kennenlernen auswählen, oder? Mehr Auswahl, kennenlernen. Machen wir das doch direkt mal. Bevor Paluten hier auf Arbeit muss. Er ist schon wieder müde, was ist mit dem los? 34 Minuten bis zur Arbeit. Okay, dann können die noch ein bisschen babbeln. Und wir erfüllen von Freddy direkt diese komische Aufgabe. So. Lass sie mal labern hier jetzt noch, bis Palle zur Arbeit muss. Was hat er jetzt hier noch dazu? Schelmig sein. Das ist wahrscheinlich unter Witzen, ne? Lustige Geschichte erzählen. Ist jetzt die Frage, was wir dann nehmen. Unfug, freundlich. Ich finde das jetzt schon, aber der muss auch jetzt zur Arbeit. Schicken wir den doch mal. Nee, geht noch nicht. 3 Minuten, oh, hätten die sich auch sparen können. Ah, geht automatisch. Gut. Dann gehen wir mit dem jetzt mal in die Stadt, ne? Telefon. Gesellschaftliches Ereignis planen. So, was nehmen wir denn da jetzt? Ich muss gerade mal die Tür zumachen. Hausparty? Wähle ein Ort. Ach so, nee, sowas wollte ich ja gar nicht. Tübs. Hier, oder? Nee. Mann, wie geht das denn hier? Einladen, nee. Service engagieren. Reisen. Wir möchten jetzt reisen. Wollt ihr nicht schon mal in die Bibliothek oder so? Aber das hat er jetzt gar nicht mehr hier drin, ne? Wir gehen mit ihm einfach mal ins Schwimmbad. Oder? Schwimmbad? Jo, Schwimmbad. Machen wir einen Wellness-Tag mit Sturmwaffe. So. Gucken wir doch mal, was wir da reißen können. Vielleicht kann er ja seine paar Witze erzählen, die der da loswerden wollte. Jo, hier ist gar keiner. Ich schwimme mal ein paar Runden.
Sind wir hier voll allein auf dem Grundstück, ernsthaft? Keine Menschenseele hier. Liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten arbeiten sind. Na gut, Freddy schwimmt jetzt mal seine Ründchen hier. Boah, wie schnell. Wie er abgeht. Als ob hier wirklich überhaupt niemand auf dem Grundstück ist. Da gegenüber auf dem Grundstück ist jemand. Und da läuft jemand rum. Die laufen alle hier so durch die Gegend, aber keiner ist wirklich so auf dem Grundstück, wo man sagen kann, okay, das mache ich jetzt. Ich hätte schon gerne hier den Witz und so erzählt. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja gut. Lass mal Freddy mal schwimmen da. Wie geht's dem denn? Dem geht's ja eigentlich noch recht gut. Dann spulen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Dass er da seine Runden zieht. Da ist doch jemand. Schnell, bevor er weg ist. Vorstellen. Komm, gib mal Gas hier. Lustig vorstellen. Da ist er doch. So, mehr Auswahl. Lustig. Witz über Popel machen. Jemanden kennenlernen. Freundlich kennenlernen. Sozialaktion Unfug. Da ist das. Unfug. Machen wir das doch mal. Ach, das ist so schämig, heißt so böse, ne? Weil da waren jetzt nur so negative Aktionen. Was ist hier passiert, hier oben? Oh, das ist nur Werbung. Jo, mach ich jedes Mal auf. Egal, Hauptsache er hat sein komisches Dings da gekriegt. Komm, er kriegt so Süßigkeiten. Verspielt werden. Ja. Nach Tag fahren. Da muss ihn ja kennenlernen, ne? Reden wir mal über Interessen. Können wir den mitnehmen aufs Grundstück? Freundlich. Einladen zu. Gucken wir doch mal, ob wir den mitnehmen können. Dann können wir nämlich kochen zu Hause. Wir haben gleichzeitig jemanden, wo wir hier so ein bisschen was erfüllen können. Ich hoffe, das klappt jetzt, wenn wir den mit nach Hause nehmen. Ja, scheint zu klappen. Gucken wir doch mal. Weil die Folge ist auch jetzt leider gleich wieder zu Ende. Noch 2 Minütchen haben wir. So, jetzt kann er kochen, Abendessen servieren. Grillkäse. Kompaluten macht mal eine Runde Grillkäse. Der geht wahrscheinlich jetzt direkt an den PC. Nee, setzt sich ans Schach. Oh, vorbildlicher junger Mann. Ich hoffe, Freddy reißt jetzt da nicht die Wohnung ab. Oh, nee, hat geklappt. Zum Essen rufen. Können die sich nämlich weiter kennenlernen und gleichzeitig haben wir hier das voll. Ein paar Luten kommt ja auch gleich wieder. Dann kommt der gute Dude denn zurück bei der Arbeit bis 1. 20 Uhr. Oh, und den gibt's, und dem armen Kerl geht's so schlecht, er ist richtig müde. Na gut. Die können ja weiter plaudern hier. Kennenlernen. Nimmt er sich jetzt noch ein? Nee. Ich dachte gerade, er nimmt sich noch einen Grillkäse.
verwenden und dann legen wir den guten und schicken wir ihn mal nach Hause. Und dann ins Bett. So. Gut, dann würde ich sagen, stoppen wir das Ganze hier. Oder lasst uns weiterlaufen, damit Paluten gleich zurückkommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. In der nächsten Folge werden wir nochmal in eine andere Familie springen. Und dann wollte ich nochmal ein paar erstellen. Also schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, wen wir erstellen sollen. Sollen wir einen neuen Haushalt machen? Sollen wir noch ein paar irgendwo dazu schmuggeln, sage ich jetzt mal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.